Ja, die Feuerwehr der Stadt Schwerte wurde um 13.44 Uhr mit dem Stichwort Sturmschaden zu einem Gastronomiebetrieb an dem Osthellweg in Schwerte gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile einer Werbereklame zu stürzen drohten. Ein paar Teile waren bereits gestürzt auf die Autobahnauffahrt der A1 und ebenfalls auf Nachbarbetriebe des Gastronomiebetriebes. Die Feuerwehr Schwerte selbst hatte die Rettungshöhe von knapp 50 Metern des Turmes nicht zur Verfügung, sodass auf einen externen Kranunternehmer zurückgegriffen werden musste. Hier wurde dann durch die Feuerwehr Schwerte wurden die Teile mit technischem Gerät in einem Rettungskorb dann beseitigt. Genau, der Kran hatte eine Arbeitshöhe von 50 Metern. Das eigentliche Teil hang in einer Höhe von ungefähr 47 Metern, sodass die Höhe dann ausreichend war. Wir haben dann einen selbstständigen Trupp in dem Arbeitskorb nach oben gefahren. Sie haben sich mit Material der Absturzsicherung gesichert, haben dieses Teil dann mit einfachem Handwerkzeug gesichert und dann dementsprechend den Boden zugeführt. Wir hatten bereits schon mal einen Einsatz an einem Gastronomiebetrieb, auch mit dieser gleichen Höhe. Ansonsten sind diese Einsätze natürlich selten, gerade in der Höhe, weil wir sonst durch die Drehleitern in der Regel Höhen von 30 Metern gewohnt sind. Das ist schon ein Einsatz, der nicht alltäglich ist, ja.
Was man nicht alles für Freikarten von Burger King hat, ne? Ja. Kann ich? Lass mal. Der Einsatz ist abgeschlossen. Der Gastronomiebetrieb, dem wurden die Auflagen gemacht, dass der Parkplatz nicht wieder geöffnet werden kann, bis dort eine Fachfirma den eigentlichen Werbeturm kontrolliert hat. Der eigentliche Betrieb kann aber normal fußläufig erreicht werden.